So, auf diese Konstruktion wirken hier ein Drehmoment und drei Kräfte. Konstruktion hier besteht aus einem Rahmen, der hier mit durch ein Festlager gelagert ist und hier über ein Gelenk mit einem Balken verbunden ist. Und wir sollen, wenn die Geometrie, die Kräfte und das Moment entsprechend gegeben sind, die Gelenkkräfte ermitteln sowie die Lagerkräfte. Und das machen wir wie folgt. Wir haben hier so einen kleinen Sonderfall, dass eine Kraft auf ein Gelenk hier vorne wirkt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu lösen. Ich mache das immer so, dass ich, wenn eine Kraft auf ein Gelenk wirkt, dass ich das Gelenk dann separat freischneide. Wirkt keine Kraft auf ein Gelenk, können Sie das Gelenk umgehen. Es wirkt direkt Aktio-Reaktio vom linken Bauteil auf das rechte und umgekehrt. Man kennt sofort die Gelenkkräfte. Aber wenn eine Kraft auf ein Gelenk wirkt, dann ist die Kraft, die von links auf das Gelenk wirkt, mitunter eine andere, wie wenn sie von rechts auf das Gelenk wirkt, um dem dann vorzubeugen und diese Gelenkkräfte genau zu bestimmen, mache ich das so, dass ich das Gelenk separat freischneide. So, wie gehen wir hier vor bei dem Problem? Wir diskutieren ganz kurz, wie viel Unbekannte haben wir. Würde diese Kraft F hier nicht wirken, hätte ich hier zwei Unbekannte, hier zwei Unbekannte und hier, wie gesagt, auch zwei Unbekannte. Das wären dann zwei Schnitte, der linke Rahmen, der rechte Rahmen, jeweils drei Gleichgewichtsbedingungen für ein allgemeines Kräftesystem in der Ebene. Hier haben wir aber, wie gesagt, die Gelenkkräfte und das gucken wir uns jetzt mal genauer an, wie viele Unbekannte wir dann haben. Gut, ich ziehe das Bild nochmal raus. Ja, hier unten sind noch die Lösungshilfen und dann schauen wir uns das mal an. So. Gut, fangen wir damit an, dass wir den linken Rahmen mal freischneiden. Das mache ich hier. Ich schneide den linken Rahmen frei. Hier, ich schneide durch das Lager und schneide jetzt hier, lassen Sie mich das nochmal machen, da ist mir leider was abgerutscht. So, ich schneide hier nicht durchs Gelenk, sondern an dem Gelenk und dem Rahmen genau vorbei. Ich möchte hier die Geometrie noch mitnehmen und habe dann hier meinen ersten Freischnitt, den ich hier betrachte. Das sehen Sie hier. Auch hier möchte ich dann erst einmal ein Koordinatensystem einzeichnen, x, y und auch hier positiver Drehsinn. Und ich möchte den Schnitt hier oben auch noch kennzeichnen. Ich schneide nicht durchs Gelenk, sondern an dem Gelenk, wie gesagt, vorbei. Hier schneide ich durch das Lager und dann habe ich hier genau meinen Freischnitt römisch 1. Und jetzt trage ich die Unbekannten ein. Ich nehme hier unten die Lagerkraft AY von unten nach oben an. Hier, wie gesagt, AX in positiver Richtung. Und hier habe ich jetzt eine Gelenkkraft, wie sie von dem Gelenk auf den Rahmen wirkt. Und die nehme ich hier ganz einfach mal als Gelenkkraft in Y-Richtung an. Und ich nenne sie ganz einfach L, ne? Weil für die linke Struktur, nenne ich sie entsprechend L und von dem und dann entsprechend in X-Richtung natürlich auch mit L. Das bedeutet, ich beziehe mich dann auf den Rahmen, den ich hier vorne dann habe. Jetzt kann ich mir das angucken, mache hier unten eine Analyse, ob ich dieses System lösen kann. Wie viele Unbekannte habe ich hier unten? Es sind insgesamt vier Unbekannte. Das sehen Sie hier. Vier Unbekannte. Vier Unbekannte sind dann was habe ich hier? AX, AY, GYL und GXL macht vier Unbekannte. Ich habe aber insgesamt nur drei Gleichungen, die ich hier anwenden kann. Das heißt, ich kann zwar die Gleichgewichtsbedingungen aufstellen, ich werde aber alle Unbekannten in diesem Freischnitt nicht ermitteln können. Jetzt habe ich hier vorne dieses Gelenk, was ich freischneiden möchte. Das mache ich genau hier, zum Beispiel an dieser Stelle, direkt daneben. Dann zeichne ich das auch hier oben direkt ein. Ja, ich schneide dieses Gelenk hier frei, nenne das dann römisch 2. Schreibe auch hier das Koordinatensystem direkt hin, das sich auf diesen Freischnitt bezieht. Zentrales Kräftesystem, wie wir sehen. Und was habe ich jetzt? Jetzt habe ich hier Aktio-Reaktio.
Ja, in diesem Schnitt habe ich die Gelenkkräfte GXL, GYL, wie sie von dem Gelenk auf die linke Struktur, also den Rahmen wirken. Hier habe ich jetzt dann Aktio-Reaktion. Wenn Sie diese Kräfte hier falsch einzeichnen, ich habe es schon falsch eingezeichnet, da sehen Sie hier, ja, dann ist eigentlich vorbei, weil ich muss die natürlich entgegengesetzt einzeichnen, also per Aktio-Reaktion von rechts nach links. Dann ist das GXL. Und natürlich auch von oben nach unten, ja, habe ich hier mein GYL. Und jetzt muss ich die Kraft, wie sie vom, die Gelenkkraft, wie sie vom Balken, ja, auf das Gelenk wirkt, einzeichnen. Und das mache ich dann so, dass ich die hier so von links nach rechts annehme. Also ist das GXR. Und ich nehme die dann so nach oben hier entsprechend an und ich nenne die dann GYR. Jetzt gucke ich mir mal an, wie viele Unbekannte habe ich hier. Ja, das sind dann insgesamt, die habe ich hier schon GXL, GYL habe ich hier schon berücksichtigt, sind keine Unbekannten mehr, aber ich habe hier jetzt zwei neue Unbekannte und die sind GXR und GYR. Das sind insgesamt zwei Unbekannte. Ich habe hier auch zwei Gleichungen. Schaue ich mir an, wie viel Unbekannt habe ich insgesamt. Hier jetzt 4 plus 2 macht 6. Gleichungen habe ich hier für das allgemeine Kräftesystem 3 und hier für das zentrale Kräftesystem 2. Das macht 5. Das bedeutet, es macht noch keinen Sinn, die Gleichgewichtsbedingungen hier jetzt aufzustellen. Wir haben aber noch das System Balken und das System Balken schneide ich jetzt frei. Das bedeutet, ich schneide hier auch unendlich nah an dem Gelenk vorbei, gehe so hier entsprechend drumherum, schneide ich hier durch das Lager so drumherum, dass ich die Kraft dann auch mitnehme und ich nehme hier oben die Maße noch mit, die sehen Sie dann so. Achso, ich habe hier natürlich noch eine Sache vergessen, wie ich gerade sehe. Hier wirkt natürlich noch die Kraft F genau auf dieses Gelenk. Das ergänze ich jetzt noch, Entschuldigung, das habe ich gerade eben noch übersehen. Gut, jetzt trage ich den Freischnitt hier noch ein. Ich mache diesen Freischnitt. Das ist mein Freischnitt römisch 3. Den trage ich dann hier ein. 1, 2, 3. Und den sehen Sie jetzt hier. So. Ich hoffe, man kann das noch so ein bisschen sehen. So. Ja. Und dann trage ich jetzt hier dann entsprechend auch die Kräfte ein. Das ist hier unten natürlich die Kraft BY, hier natürlich dann BX und hier wirkt natürlich dann Aktio-Reaktion. Lassen Sie mich das ein bisschen höher machen, dass man das ein bisschen besser gegenüberstellen kann, dass hier das Gelenk und hier genau die Höhe, Anfang von den Balken auf einer Höhe liegen. Gut, ich brauche Ihnen ein Koordinatensystem, das trage ich hier noch ein, das wäre X und Y und dann hier der positive Dresel. Ich habe hier dann mein System römisch 3 und jetzt trage ich die Kräfte nochmal ein. Hier unten habe ich mein BY, hier habe ich dann mein BX in positiver X- und Y-Richtung eingezeichnet und hier ist jetzt wieder eine ganz große Fehlerquelle, weil wir haben hier dann die Gelenkkräfte, die kann ich nicht beliebig wählen. Na, hier konnte ich wählen, weil ich sie das erste Mal eingefügt habe in mein Problem, aber hier habe ich jetzt genau Aktio-Reaktion. Wenn wir diese Kraft GXR jetzt nach rechts einzeichnen, dann wäre die Aufgabe komplett kaputt. Dasselbe auch bei GY, da müssen wir aufpassen. Na, auch hier GYR nach unten einzeichnen. Wenn wir hier GYR nach oben einzeichnen, wäre die Aufgabe auch kaputt. Also, was haben wir? Wir machen hier die Analyse. Das sind keine Unbekannten mehr, aber BX, BY sind Unbekannte, also zwei Unbekannte, BX und BY und jetzt habe ich hier ein allgemeines Kräftesystem mit drei Gleichungen und wenn ich die jetzt alle addiere in ihrer Anzahl hier und hier, dann komme ich hier raus mit 4 plus 2 plus 2 macht insgesamt 8 Unbekannte. Hier unten habe ich dann 3 plus 2 plus 3, das macht insgesamt auch 8 Gleichungen und wenn wir uns das hier unten vorne angucken, dann macht es jetzt Sinn, die Gleichungen gleiche Anzahl von Gleichungen und gleiche Anzahl von Unbekannten hier zu berücksichtigen. Das heißt, wir können dieses Problem dann mit der Statik lösen. Der Rest ist jetzt eigentlich nur rechnen und das dann aufstellen und das machen wir auch hier. Das heißt, ich stelle die Gleichungen hier mal auf und dann
Für das System 1 wähle ich die Summe der Kräfte gleich 0 und dann kommt hier raus ax und dann natürlich noch plus gxl. Diese Gleichung nenne ich dann die Gleichung 1. Dann habe ich hier meine Gleichung 2. Da wähle ich Summe der Kräfte in y-Richtung ist gleich 0. Das wäre ay plus gyl. Und dann wähle ich Summe der Momente. Ich kann jeden Punkt wählen, aber ich wähle hier zum Beispiel den Punkt A gleich 0. Dann bin ich hier. Und dann fällt da x, a, y raus. Jetzt brauche ich hier natürlich noch den Abstand. Den habe ich hier vergessen mitzunehmen. Das heißt, dieses Stückchen hier oben ist genau die Strecke A. Und ja, jetzt kann ich ganz einfach die Summe der Momente bilden bezüglich gyl. Diese Kraft macht ein positives Moment bezüglich meinem Koordinatensystem mit A mal gyl. Gxl macht ein negatives Moment, dreht dann entsprechend so herum mit dem Hebelarm 2 mal A mal gxl. Das wäre meine Gleichung Nummer 3. Wenn ich die hier so hinzeichne. Hier habe ich ein zentrales Kräftesystem, das heißt, die Summe der Kräfte in x-Richtung sind gleich 0. Das heißt, gxl negativ plus gxr bezogen auf das Koordinatensystem da oben, gxr, liefert mir dann, wenn ich das hier umstelle, dass gxl gleich gxr ist. Sie sehen, in x-Richtung ist die Gelenkkraft gleich. Das wäre meine Kraft 4, meine Gleichung 4. Und jetzt habe ich hier die Summe der Kräfte in Y-Richtung gleich 0. Und dann habe ich in positiver Richtung GYR minus F und natürlich dann noch hier unten GYL in negativer Richtung GYL. Auch diese Gleichung kann ich dann noch umstellen, zum Beispiel nach GYL. Dann steht hier GYL ist gleich GYR minus F. Und Sie sehen hier an der Stelle, dass genau die Gelenkkraft in vertikaler Richtung nicht gleich ist. Würde hier die Kraft F nicht auf dieses Gelenk wirken, dann fällt F hier unten raus und die beiden sind gleich. Dasselbe gilt dann natürlich auch hier oben in X-Richtung. Und wir können bei unserer Betrachtung der Gelenkkräfte und dann zur Bestimmung der Lagerkräfte dieses Gelenk übergehen, weil dann hier per Achsenreaktion GXL gleich GXR entspricht und GYL genau gleich GYR. Wir bräuchten keinen Index L oder R, aber wenn die Kraft F wirkt, dann gehe ich immer auf Nummer sicher und schneide das Gelenk dann frei und dann sehen Sie genau hier auch den Unterschied. Gut, wir können hier die Sache noch ein bisschen vereinfachen. In X-Richtung auf das Gelenk wirkt keine Kraft, das heißt, ich kann GXL und GXR durch GX hier vorne ersetzen und schreibe hier vorne dann die 4 hin. Gut, jetzt habe ich hier noch die drei Gleichungen, die ich aufstellen muss. Auch hier wähle ich die Summe der Kräfte in X-Richtung in meinem Schnitt römisch 3. Und was ist das? Das ist minus GXR. Ich beziehe das natürlich auf das Koordinatensystem, was ich zuvor da oben definiert habe, genau wie bei den anderen Schnitten hier auch. Und komme dann raus mit minus GXR plus BX. Auch das hier kann man vielleicht noch umstellen, dass BX gleich GXR entspricht. Ja, was dann auch hier genau meinem GX entspricht, wenn ich hier die Information aus Gleichung 4 nehme. Das wäre meine Gleichung Nummer 6. Dann habe ich noch die Summe der Kräfte in Y-Richtung gleich 0. Dann wirkt hier minus GYR, das sehen wir hier vorne. Und natürlich 2 mal minus 2 mal F in negativer Y-Richtung, in positiver Y-Richtung wird BY, das wäre dann Gleichung Nummer 7. Und ich habe dann natürlich noch die Summe der Momente. Auch hier kann ich, wie gesagt, jeden Punkt wählen. Da unten habe ich drei Kräfte. Wenn ich Punkt B wähle, die rausfallen aus meiner Momentenbilanz. Deswegen schreibe ich hin, MB ist gleich 0. Ja, und dann habe ich hier ganz einfach das Moment. Dieser Abstand hier ist natürlich A. Diese Kraft F dreht positiv mit a mal f. So, ich muss hier leider ein bisschen scrollen. Dieser Abstand ist a bis hierhin. Das Stückchen hier ist dann a. Und dieses Stückchen hier ist dann auch a. Das sehen wir hier vorne.
Und jetzt kann ich hier ganz einfach runtergehen und sehe, dass gy auch positiv dreht, also plus 2 mal a mal gyr und gxr dreht auch positiv und zwar mit dem Hebelarm 2 mal a. Und dann steht hier plus 2 mal a mal g x oder gxr. Ich beziehe mich direkt hier auf die Gleichung 4, dass ich im Grunde hier überall dann die Ls hier nicht, beim y natürlich nicht, aber bei l kann ich, bei x, gx, kann ich entsprechend den Index l und r dann entsprechend hier rausschmeißen. Was dann, wenn ich dieses Gleichungssystem jetzt löse, 1 bis 8, bekomme ich hier die gesamten Unbekannten, die hier unten stehen. Das mache ich jetzt hier nicht, aber wie gesagt, ich habe hier die Lösungshilfen, das können Sie sich dann anschauen. Sollte da was falsch sein, schreiben Sie mich einfach an. Dann werde ich das auf jeden Fall korrigieren. Ich hoffe, die Lösung ist so klar geworden. Das Lösen von diesem achtdimensionalen Gleichungssystem sollte jetzt nicht so schwierig sein. Es ist zwar sehr zeitaufwendig, das jetzt zu lösen, aber wie gesagt, die Mechanik endet an dieser Stelle hier. Und sollte irgendwo ein Fehler sein, sagen Sie mir Bescheid, dann korrigiere ich das umgehend. Vielen Dank.